4. Juli 2012 wurde ja am Large Hadron Collider annonciert, der Öffentlichkeit bekannt gegeben, wir haben es gefunden. Fast so wie George W. Bush, Mission accomplished, ja, wir haben es jetzt geschafft, das Higgs-Teilchen ist entdeckt. In einem 27 Kilometer großen Apparat da in Schweizer und französischem Untergrund für mehrere Milliarden wurde ein Feld entdeckt, das das gesamte Universum durchsetzt. Und wenn man es richtig antreibt, dann kann auch mal ein Higgs-Teilchen dabei entstehen. Und das ist entdeckt worden mit einer statistischen Signifikanz. Wunderbar. Milliarden für die Suche nach einem Teilchen, das zu einem Feld gehört. Wird das so weitergehen? Ich meine, 27 Kilometer, wenn man jetzt noch näher, also wenn man noch andere Felder entdecken möchte, von denen ja auch immer wieder die Rede ist, wird man dann noch weiter? Wird man solche Großanlagen weiterbauen? Ist der nächste Beschleuniger dann so groß wie der Abstand Erde-Mond oder sowas? Oder? Also es gibt Pläne, den Large Hadron Collider aufzurüsten. Noch larger das heißt, zu machen. Das heißt, ein Stück weit werden wir sicher noch kommen, aber das sind natürlich kleine Schritte jetzt. So der ganz große Wurf, ich denke, da ist mit dem LHC jetzt, man soll ja nie, nie sagen, ja, aber, ja, genau. Aber da ist schon mal ein Punkt erreicht. Das Problem ist immer das Gleiche. Wir suchen nicht gezielt nach etwas, sondern wir suchen ja ins Blaue. Das heißt, alles, was wir machen, ist, wir stellen eine bestimmte Energie zur Verfügung mit diesen Beschleunigern. Und aus der Energie wird dann zufälligerweise irgendetwas und dann hoffen wir, dass da irgendetwas Neues dabei ist. Insbesondere, wenn wir immer mehr Energie dahin bringen, dann können immer schwerere Dinge entstehen. Und dann hoffen wir halt, dass da Dinge entstehen, die vorher nicht entstehen konnten und dass dann was Neues dabei ist. Yeah. Und das führt dazu, dass wir immer mehr Energie brauchen an einem bestimmten Punkt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, am LHC, da drehen diese Protonen pro Sekunde schon 11.000 Mal die Runde. Das heißt, wir sind schon bis auf 10 km/h an der Lichtgeschwindigkeit dran. Mein Gott. Also es wird halt immer schwer, das jetzt noch zu toppen. Kein Wunder, dass es für viele Leute so eine Bedrohung darstellt. Um Gottes Willen, wenn die so Beschleuniger bauen, alles wird sich auf Lichtgeschwindigkeit bewegen, verschwindet dann der Raum, die Zeit, verschwinden unsere Konten gerade in der Bank. Bankwelt wird ja gerne bei der Schweiz. Aber jetzt gibt es ja noch den anderen Punkt, was man bis jetzt ja entdeckt hat mit dem Higgsfeld, ist ja zumindest ein schöner Abschluss. Wir hatten das alte Standardmodell der Teilchenphysik, die hatten Probleme damit, überhaupt irgendwelche Massen von Teilchen festzustellen. Wir haben aber Masse und der Peter Higgs hat ja dann mit seiner schönen Theorie in den 60er Jahren so ein Modell geliefert. Wunderschönes Beispiel für Theorie macht eine Vorhersage, Experiment bestätigt das. Großartig, großartig. Und jetzt hat man ja, an der Stelle könnten wir ja sagen, mit Bertie Vogts, wir können zufrieden sein. Nee, sind sie aber nicht, sondern stattdessen gibt es Alternativtheorien. Das heißt, man müsste doch jetzt noch andere Beschleuniger haben, um diese Strings, Quantengravitation, was weiß ich für Theorien noch überprüfen zu können. Also ja, alles lebt immer von diesem Gedanken, die Kräfte vereinheitlichen zu können. Zu einer Kraft. Das ist dieser große treibende Gedanke. Ja. Ich kann es grundsätzlich verstehen. Ich kann es nachvollziehen, weil natürlich im Laufe der Wissenschaftsgeschichte gab es immer wieder mal Punkte, da wurden sehr, sehr viele chemische Elemente irgendwie entdeckt und dann hat man das reduzieren können, weil man gesagt hat, Moment, das sind zwar sehr viele verschiedene Dinge, aber die bestehen alle im Kern aus Protonen und Neutronen und Elektronen in der Hülle. Ja. Bang, das ist das neue Modell. Klasse, ja. Das war toll. Ja. So, und jetzt hofft man natürlich auch, wir haben einen ziemlichen Teilchenzoo mittlerweile, ganz viele Dinge, die wir da gefunden haben in diesen Beschleunigern. Und jetzt hofft man natürlich, dass man hier wieder einen solchen Schritt machen könnte, hin zu einem kleineren Baustein, aus dem all die wieder zusammengesetzt sein sollen. Ja, die Ziele sind mir völlig klar. Ja, das ist halt. Aber wie wird das werden? Also Gesellschaften werden sagen, ach komm, also noch näher, weil das ja auch immer heißt, wenn das Universum so klein angefangen hat wie ein Elementarteilchen, dann ist ja Elementarteilchenphysik in so einem Beschleuniger, ist ja dann auch immer Kosmologie, weil es erzählt uns was von dem Anfang des Universums. Irgendwann werden doch Gesellschaften auch mal sagen, das ist ja jetzt schön, habt ihr gut gemacht, Jungs und Mädels. Wir machen jetzt an der Stelle mal Schluss, werden daraus vielleicht so eine kleine Wissenschaftsmuseum machen, da können die Leute dann in Zukunft, können die dann mal durch die 27 Kilometer Gänge gehen, links und rechts gibt es Würstchenstände oder es gibt eben Schweizer Käsefondue, je nachdem, welchen Bereich man gerade so ist. Kann es sein, dass die Physik gerade bei der Suche nach den Strukturelementen tatsächlich an ein Ende kommen kann? Ein mögliches Ende bei Beschleunigern wäre nicht nur das Geld, sondern wäre tatsächlich dann erreicht, wenn man so viel Energie an einen Punkt bringt, dass dieser Punkt zu einem schwarzen Loch wird. Okay. Ab dann
gewinnst du keine Informationen mehr. Das schwarze Loch würde zwar wieder zerfallen, wenn es diese Hawking-Ansätze gibt. Und dann würdest du das auch erkennen in deinem Beschleuniger. Aber ab dann macht es keinen Sinn mehr, noch mehr Energie hinzubringen, weil mehr als schwarzes Loch kriegst du nicht. Geht nicht mehr. Dann ist praktisch hier dann ist finito. Die Kante. Meine Güte. Aber so weit sind wir noch nicht. Meine Güte. Ich bin ja eher ein Freund davon, gerade wenn es immer darum geht, ja, ist die Physik zu Ende, das hatten wir ja schon mal. Im 19. Jahrhundert hat ja Max Planck zum Beispiel, also Physik studieren wollte, mir nach Herr Planck, machen Sie lieber was anderes. Wir haben da in der Physik schon alles geklärt. Gott sei Dank hat das nicht gemacht. Er ist Physiker geworden und hat eine der größten Entdeckungen, die ein Lebewesen auf einem Planeten, das Physik betreibt, überhaupt machen kann, gemacht. Für mich ist es so, dass die Zukunft der Physik eigentlich eher darin besteht, wegzugehen von diesen einfachen Systemen hin zu den komplexeren Systemen und damit vielleicht auch mehr Physik der Wirklichkeit zu betreiben und damit es vielleicht auch wieder einfacher zu machen, komplizierte Physik einer Öffentlichkeit nahezubringen, die letzten Endes ja der Finanzier dieser ganzen Wissenschaft ist.